Wir haben jetzt hoffentlich sehr viel Selbstvertrauen getankt und können dann auch mit großer Brust am Sonntag dann in Zwickau auftreten. Ja, denn das letzte Mal haben wir dich nicht erwischt. Da warst du der großartige Vorlagengeber und tauchst ja sonst bei Offensivaktionen auch immer mit vorne auf. Musst du eigentlich gar nicht als Verteidiger, oder doch? Nö, eigentlich nicht, aber ich bin seit klein auf schon immer gerne vorne gewesen. Von daher habe ich das in mir drin. Ich kann das leider nicht 90 Minuten lang für mich behalten. Ja, genau. Ja. Hat dir Tim Heike was ausgegeben für dieses großartige Zuspiel zu seinem Welttor? Nee, noch nicht. Er hat mir Herzen geschickt, eine Umarmung, aber ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Ja, das sollte er mal tun, ne? Und zu heute 3-0, sicheres Ergebnis und ohne Herzklopfen für euch und auch für die Zuschauer. Ja, sicher nicht. Ich finde, man hat gesehen, die ersten Minuten haben die Herthaner schon ordentlich Druck gemacht. So. Da haben wir erstmal das erste Mal auch richtig mal die ersten Minuten stabil gestanden. Haben dann vielleicht auch mal Glück gehabt, dass wir lange nicht mehr hatten. Und dann sind wir auch besser ins Spiel gekommen. Haben dann auch super Tore rausgespielt. Und dann, ja, ich will nicht sagen, war es ein Selbstläufer, aber wir waren wirklich heute, haben wir eine super Mannschaftsleistung absolviert. Ist es so, dass wenn man den Kampf an die Spitze ja ausgerufen hat, oder zur Spitze besser gesagt, dass man da wirklich muss und ihr auch diesen inneren Druck habt, ja, wir müssen, denn der BFC wird ja schließlich gegen BRK auch gewinnen, so war es ja dann auch, dass ihr euch keinen Fehltritt mehr erlauben dürft? Also ich kann ja nur von mir jetzt sprechen. Ich persönlich gucke da eigentlich gar nicht drauf. Ich will jedes Spiel gewinnen, ob ich jetzt gegen Hertha spiele oder gegen Krischow dann im Pokal. Ich will von Grund auf will ich jedes Spiel gewinnen. Von daher, wer jetzt da wie wo gespielt hat, weiß ich jetzt noch nicht. Aber jetzt weiß ich, dass sie 2-0 gewonnen haben. Von daher gucke ich gleich mal den Spieltag an. Okay. Aber ihr habt 5-mal in Reihe gewonnen und ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr gute Bilanz, die euch sehr hilft bei dem Kampf um die Spitze. Ne? Wir haben jetzt hoffentlich sehr viel Selbstvertrauen getankt und können dann auch mit großer Brust am Sonntag dann in Zwickau auftreten. Das soll so sein. Das wünschen wir euch und bringt 3 Punkte mit, dann ist die Welt in Ordnung. Wir hoffen was. Dankeschön.